Wo fängt die Geschichte an von dem Modell, so wie es jetzt aussieht? Ja, da könnte man ja irgendwie was Schwarzes nehmen und schwarzes Teil. Ah, das ist cool, ja. Abgrund, genau. Kannst du mir mal ein paar rote Steinchen geben? Ich würde gerne nämlich diesen roten Teppich in dieses Work-Life-Balance und in die Liebe auch kleben. Also wenn wir schon so weit sind, dann ist es ein roter Teppich. Dann müssen wir dieses 1-1 gleich 3 müssen wir hier irgendwo bauen, weil Nutzen erlebbar machen ist ja dann das Gefühl, mehr zu schaffen, als man es vorher geschafft hat. Wie war nochmal der Titel, Simon, von deinem? Role Model, Vorbilder. Jetzt war schon mal die richtige Methode gefunden und wollte sie ja eigentlich publizieren, damit mehr davon was haben. Wie war nochmal der Anfang da? So mal tauschen. Vielleicht kann man das irgendwie so machen, dass das ja so ein Ausprobieren, so ein Prozess ist, wo man was probiert, die Methoden nach vorne bringt. Und dann fehlt noch ein der Rückkanal, weil ich würde sagen, von dem Lexikon, wo wir die Methoden auf der Box strukturiert dokumentiert haben, müssen wir jetzt irgendwie noch eine Verbindung schaffen zu der ganz alten Welt, damit die irgendwann wieder die Erleuchtung kommen, weil erst wenn das quasi diesen Rückkanal hat, können wir ja da die Leute immer weiter nach vorne pushen. Also sprich, das Wissen, was wir hier, einer geht den Weg, dokumentiert, was er erfahren hat, und damit das Erfahrene ja auch zu den Unwissenden. Das, zu Geld, das begrenzt du ja, also für mich ist das ganze Unternehmen, du begrenzt das jetzt gerade drauf, dass das alles bedeutet, wir gewinnen eine Erkenntnis und speisen die vorne ein. Das Modell, was wir jetzt haben, macht Aussagen darüber, wenn wir diese ganzen Stärken hier, die wir jetzt rausmodelliert haben, als Metaphern, wenn wir sagen, das sind die Kernelemente dessen, was uns hilft, neue Methoden zu etablieren, zum Fliegen zu bringen, am Leben zu erhalten, was auch immer, dann ist die Story jetzt: Wie hilft mir das, wenn ich das hier erzähle, welche Methode auch immer ich im Kopf habe? Ja? Eine bestimmte Methode ins Unternehmen zu bringen und zu protegieren. Hast du ja schon gesagt, Arne, letztendlich ist das, was da hinten rauskommt, irgendwann ist es wieder alt und ich fange wieder vorne an. Also sprich, diese Geschichte ist ja nicht dort zu Ende, sondern es ist insgesamt ein Kreislauf, den man halt immer wieder gehen muss. Und das geht ja dann weiter. Also auch beim Brückenbauen ist es ja so, dass es immer nur fließt, weil die Information, die in dem Lexikon drin ist, immer wieder weitergetragen wird. Ich kann sie da abgreifen, aber kommuniziert wird sie durchs Unternehmen. Ja, komm, ich probier's mal. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Aber nimmst du ein Stift, den Laserpointer? Okay, also unser schönes Modell heute von dem LEGO Serious Play startet ganz vorne mit der alten Welt, mit den gefangenen Ideen, Gedanken, die keine Lösung haben, keine Wege sehen, wie sie gewisse Situationen beiseite schieben können bzw. auflösen können. Das ist hier diese schwarze Mauer. Wenn Sie hier mal drüber sind, dann sind wir in dem Bereich der Offenheit, also die Frage, überhaupt offen zu sein für neue Ideen, für neue Inspirationen, die geschaffen werden muss. Um dann auf dieser langen Strecke, die sich da vor Ihnen auftut, die Probleme, die im Weg sind, auszuräumen, beziehungsweise durch den Bau von Brücken, die hier parallel stattfinden, Ihnen zu helfen, den Weg zu gehen in Richtung des Erleuchteten, der da oben auf diesem Türmchen steht. Das heißt also eine Person, die man sieht, die erfolgreich ist, die gewisse Methodiken anwendet, die ihren Arbeitsalltag ideal lösen kann, zumindest ideal aus Blickwinkel dieser Mitarbeiter, die wir dort auf den Weg schicken, auch Führungspositionen, Probleme zu strukturieren in dem Bild dort hinten und der Nutzung dem, was eben schon als Wissen in dem zentralen Lexikon gespeichert ist. In der nächsten Stufe, dass die Multiplikation dieses Erfolgserlebnisses, dass man also gemeinsam mit mehreren Personen an Themen arbeitet und die auch gemeinsam stemmt, und am Ende des Tages eben erfolgreich ist, paradiesisch seinen Partner findet und die Ergebnisse, die Erkenntnisse, die dort sind, wieder zurückspielt in eben diese Wissensbasis, die es einfach mal, die sich dort Methodiken.